Hallo miteinander zu einer weiteren Ausgabe von Stadion Trip Stadt. Wir mussten kurzfristig den Ruiz abgesagt, wir mussten ersetzen mit dem Jeremy und darum geht auch herzlich willkommen hier, Jeremy Gimeno und Jordi Pintilla. Ja, guten Abend zusammen. Wir versuchen es auf Deutsch. Wenn etwas nicht geht, haben wir hier einen Übersetzer. Was? Bravo. Wir beginnen gerade bei euch in der Jugend. Da habt ihr ja Gemeinsamkeiten. Ihr habt beide bei Barcelona gespielt. La Masia, keine Ahnung. Ist das eine große Ehre für einen Fußballer in der Jugendabteilung von Barcelona zu sein? Gerade für dich als Spanier. Ganz klar. Hallo. Ja. Ganz klar. Ja, nein, es ist großartig dort zu spielen, mit so vielen jungen Talenten zu spielen, einfach dort zu schlafen, mitzulernen. Es ist einfach toll. Es ist ja, großartig, dort zu sein. Für dich war es etwas anders. Du warst von Servet Genf entdeckt, also in Genf entdeckt worden von Barcelona. Wie war es für dich? Also für mich, das war wie ein Traum. Ich denke, für junge Spieler, wenn Barcelona kommt und will nehmen einen Spieler von Genf, ist wie ein Traum. Aber ich denke, Jordi kann mehr reden über La Masia, weil er war mehr Jahre dort. Aber ich denke, für meine 2 Jahre in La Masia war. Du kannst nicht erklären, das ist, du musst leben dort, für schauen, was passiert. Und überlegt man auch nicht lange zum Ja sagen. Ja. Ja, wie ist denn, wenn du schon mehr darüber sagen kannst, wie ist der Alltag in La Masia? Also wenn du jung bist, jünger als 18 Jahre alt, du schläfst dort. Es ist so ein, wie ein Gebäude mit verschiedenen Stock. Und dann einfach du schläfst da mit. Ich war damals mit 2 noch Kollegen und dann, als du U18 bist, du trainierst in der Nachmittag, das heißt vormittags, du stellst auf so früh, ich glaube um 6:45, dann, ja, sorry. Ja, stimmt, sorry. Für uns ist es sehr früh. Ja, genau. Ja, ich gehe einfach hier da stehen, so, also dafür auch. Ja. Nein, also früh für uns aus, auf und dann Schule bis zum Mittag. Und dann Mittag kommen wir zurück nach La Masia, dann essen wir dort zusammen und dann Nachmittag trainieren wir. Also wie ein normaler Tag, wie ein normaler Fußballspieler, als Nachwuchsfußballspieler. Und wie war das für dich? Ich glaube, die Unterschiede von Genf zu La Masia sind sehr groß. Hast du dich schnell zurechtgefunden? Ja, du redest über Servet und dort du hast vielleicht 2, 3 Platz und du gehst in La Masia und dort du hast 14 Platz. Und diese Leute, die arbeiten dort, sie gehen mit einem kleinen Auto und überall ist Security, überall ist Leute, du kannst nicht reinkommen. Also ja, das war ein anderes Leben, ein anderes Niveau. Aber ja, für meine 6 Monate, weil ich war auch 6 Monate in La Masia, weil ich war mit 18 dort. Und nachher ich war also mit einer Wohnung gelebt, aber ja, war schon 6 Monate in La Masia. Man ist bei Barcelona und trotzdem ist man noch sehr weit weg vom großen FC Barcelona, von der ersten Mannschaft. Wie nahe ist man in La Masia bei den großen Stars, bei den Vorbildern? Also bei mir, in La Masia, die neue Masia ist ganz auf dem Platz, also Trainingplatz. Und du siehst also die ganze Mannschaft, ganze erste Mannschaft jeden Tag. Sie kommen mit Lamborghini, mit Ferrari und du bist in deinem kleinen Zimmer und du sagst, ja, das ist mein Traum und das war ein Traum und auch
wir haben gemacht diese Youth League. Und Youth League, du machst, also du fliegst mit erster Mannschaft. Also ich war im Flug und neben mir, also hinten war Neymar mit seinen 8 Freunden mit DS-Spielen, Nintendo-Spielen und so. Und ja, das ist ein großer Flug, aber dort du kannst reden mit, also mit Star, mit überall, also mit ganzen Leuten dort, du kannst reden und ja. Du warst ja noch ein bisschen näher an der ersten Mannschaft. Ja, wie war das für dich, als du dann fast den Sprung geschafft hast? Ja, fast. Aber trotzdem sehr schwierig. Ich hatte die Möglichkeit, eine Vorbereitung mitspielen, mit der ersten Mannschaft zu spielen. Ich glaube, das war 2 Monate sogar Vorbereitung. Und es war sehr schön. Also wir sind nach München gegangen. Wir haben gegen FC Bayern gespielt. Damals war Pep Guardiola als Trainer. Ich glaube, das war sein erste Saison dort beim FC Bayern. Und ja, es hat so wenig gefällt, aber ja, es ist so schwierig und es gibt so viele Spieler, die jedes Jahr kommen und gehen und sie haben so viel Geld, dass sie alle Spieler haben können und ja, aber ich glaube nicht, als du reingehst nach La Masia, die erste Sache, dass sie dir sagen, ist, dass bereit dich um den Tag, dass du gehen musst, oder? Und das war so. Und es ist so, ich glaube, ein sehr wenig Prozent von Spielern können in der ersten Mannschaft zu spielen. Und ich war Gott sei Dank keine von diesen Prozent. So, ja, ich bin glücklich. Du hast es jetzt angesprochen, ihr musstet beide dann weitergehen. Wie war das so, über verschiedene Umwege zurück zum Erfolg zu kommen, wieder in Profi-Clubs zu kommen? Du hast ja bei Kansas gespielt, Puerto Rico FC. Bist du ja zurückgegangen, um dann wieder neu zu starten? Ja, als Fußballspieler, man denkt, dass es ist so einfach ist. Und dann einfach, ja, wir spielen jedes Wochenende. Wir gehen einmal mit der ersten Mannschaft und dann sind wir automatisch Profis. Und dann, das ist nicht so. Um ein Profifußball zu sein, man muss jeden Tag 100% geben und man muss verlieren, viel verlieren, aber dann fokussiert bleiben, jeden Tag deine Routine zu haben und dann einfach klar im Kopf zu sein, dass du diesen Traum erleben willst. Und ich glaube, alle Profifußballer, die jetzt ja, Profi sind, sie haben verschiedene Phasen gelebt und sicher viele Niederlagen. Auch du bist zurückgegangen, also zurück, nein, zu Rapid Wien. Wie war das für dich, von Barcelona wieder wegzugehen? Sorry, ich war 6 Monate dort, auch in Rapid Wien. Aber ich glaube, dort ist auch grünen Wies. Aber ich habe versucht, die ganze sichere grünen Wies. Nein, ohne Spaß. Also dort war auch Qualität, aber du kannst nichts. Barcelona und ganz mit Bayern und Manchester City. Rapidau ist gut, aber das ist nicht gleich wie Barcelona. Nochmal zu deinen Stationen, du hast ein bisschen mehr gesehen als Jeremy. Was lernt man, wenn man viele verschiedene Clubs hat? Ja, gute Frage. Ich glaube, man lernt, dass es nicht einfach ist. Es ist so schwierig, und ein Hauptniveau zu erreichen und dort zu bleiben. Es ist so schwierig und viele Leute heutzutage wollen ein Profifußballer zu sein. Und ja, du musst jeden Tag gegen viele Spieler fighten, oder? Und für deine Position. Und das muss man, ja, wie gesagt, jeden Tag zu machen. Und die mental können, dann erreichen sie ein Niveau. Die nicht mental können, dann sie erachten es nicht. Leider nicht, weil es ist so schön. Ich glaube, wir haben den besten Beruf in der Welt und wenn wir das erreichen, ich glaube, es lohnt sich jeden Tag Vollgas geben. Du sprichst es jetzt gerade an. Ist das, meine Fußballspieler können ja alle, oder die, also die in solchen Clubs sind, ist das Mentale das letzte Etwas, das es ausmacht? Ja, 100%.
100% erzählen. Also wir können ein Jahr Profifußballer sein, aber es ist so schwierig, 20, 15 Jahre Profifußballer zu sein. Und ja, wie gesagt, also ich habe so viele Spieler gesehen, so viele gute Spieler gesehen bei Barca, die viel, viel besser als ich waren. Und jetzt, sie spielen nicht mehr Fußball. Und sie sind, keine Ahnung, Yoga-Lehrer. Ja. Und sie selber sagen, ja, ich hoffe, dass ich deine Mentalität gehabt hätte, oder? Und ja, also, ja. Das ist so. Du bist 18, hast du gesagt, bist du zu Barcelona gegangen. Würdest du das wieder machen in diesem Jahr oder würdest du sagen, hey, junger Jeremy, warte noch mal 2 Jahre und geh dann? Nein, ich denke, es ist einfach zu reden nachher. Und wenn jetzt ist, haben wir das so, ich war 18 und komme wieder in Barcelona, ich denke, ich gehe noch einmal zu Barcelona. Weil Barcelona kommt einmal und nicht zweimal. Und, ich denke, dort ich war nicht mit der ersten Mannschaft, aber ich habe jetzt zu viel gelernt. Du gingst dann nachher in die MLS. Die wird ja in Europa ein bisschen belächelt. Ist das Niveau wirklich so schlecht, wie man denkt? Danke, Willmann. Nein, Niveau nicht. Ich sage immer, the best are not so good and the worst are not so bad. Wie sagt man das? Die Besten sind nicht so gut und die Schlimmsten sind auch nicht so schlecht. Und es ist so. Und MLS ist einfach, ich glaube, der Liga ist geboren um 1996. Und es ist eine sehr, sehr junge Meisterschaft. Und deswegen, der Niveau ist jetzt, ja, ist jetzt nicht wie Europa. Aber wenn wir Fußball, also Soccer vergleichen mit den anderen Sport in USA, dann Soccer will einfach das gleiche Niveau haben wie die anderen Sport. Und sie werden das erreichen, 100%. Und dann in ein paar Jahren, alle von Europa würden sehr gerne nach USA gehen. Und wegen Geld. Genau. Du hattest einen komischen Abgang dann bei Puerto Rico, oder? Ja, bei Puerto Rico. Ich habe das nachgelesen, das ist komisch abgelaufen. Der Trainer kam oder der Sportdirektor und du musst morgen nicht mehr kommen. Wie war das für dich damals? Nein, es war nicht so. Es ist eine lange Geschichte, habe ich Zeit. Ich habe 4 Jahre in MLS unterschrieben. Jedes Jahr Optionen. Nach einem Jahr haben wir gesagt, Jordi, du gehst weg, wir wollen dich nicht mehr. Und dann habe ich mich entschieden, okay, ich will trotzdem in den USA spielen, weil MLS hat mir so gefallen. Und dann mein Berater hat gesagt, okay, Jordi, wenn du das machen willst, dann musst du unbedingt in Amerika bleiben. Und Puerto Rico, das war die zweite Liga von MLS, also MLS 2. Aber dann, Puerto Rico ist eine kleine Insel und das hat viele Probleme, wie sagt man, Hurricanes. Ja. Und dann nach der Saison, die letzte Monat, haben wir einen Hurricane gehabt. Und das Stadion war komplett kaputt und wir konnten nicht mehr spielen. Und dann mussten wir nach Orlando gehen und dann die letzten 5 Spieler zu spielen. Aber dann nach dieser Saison Carmelo Anthony, der Spieler, der Basketballspieler, es war der Owner, wie sagt man, Präsident von Puerto Rico, ja genau. Und dann hat er entschieden, nicht mehr, kein Geld mehr zu geben und deswegen Puerto Rico ist jetzt nicht mehr an der Welt. Ja. Ihr hattet ja beide schon einige Trainer. In der ganzen Karriere vom Junior-Trainer bis jetzt zu Peter Zeiber. Ich weiß nicht, ob er noch hier ist, aber wer war der einflussreichste Trainer, den du je hattest? War das der in den F-Junioren oder ist es jetzt Peter?
eigentlich verschiedene. Also für mich, ich habe zwei Trainer. Eine ist Mauro Lustrinelli, also ich war mit Mauro in der Nationalmannschaft. Und auch, ich habe viel gelernt. Ist eine Trainer, wo du kannst reden, wo du kannst lachen, wo du kannst alles machen, aber auf dem Platz musst du also alles geben. Und der zweite, ich denke, ohne Spaß, Peter Zeidler hat mir gegeben meine Chance in der ersten Liga, also in der Profiliga. Und ich denke, du kannst nicht verlieren, also du kannst nicht verlieren, deine erste Trainer und gibt deine Chance. Und ich denke, nach dreieinhalb Jahren hier, ich muss sagen, das ist besser. Du hast ja unter anderem auch bei Pep Guardiola trainiert und auch ein bisschen gespielt. Ist er der Einflussreichste oder sind es doch andere? Ich glaube, man kann von allen Trainern lernen, auch wenn man nicht spielt oder alles spielt. Oder? Aber sicher klar ist, dass ich von Pep viel gelernt habe, auch vor allem von Tito, seinem zweiten Trainer, der jetzt im Himmel ist. Aber ja, ich habe viel von ihm gelernt. Er ist immer zu mir gekommen und besprochen und gesagt, ja, ein paar Tipps gesagt. Und ich habe auch das sehr geschätzt, ja. Aber klar ist das so, dass man von allen Trainern lernen kann. Und jetzt, ganz klar, jetzt Peter Zeidler hat mir eine große Möglichkeit gegeben, um mit dem Fußball zu spielen, jeden Tag, um einfach Spaß zu haben. Und ja, ich bin sehr, sehr dankbar an Peter. Was macht der Trainer oder Mensch Peter Zeidler aus? Du musst Spieler sein für Schauen, für Wissen, weil Peter ist so also guter Trainer, aber ist nicht wie auf dem Spiel. Also ich spiele, ist ganz ein anderer Mensch. Und ich denke, und jeden Tag ist eine ruhige Mensch, du kannst reden, du kannst viel lernen. Aber wenn kommt ein Spiel, ist verrückt, ist ein Lehrer. Aber ist gut, das ist besser. Unterschreibst du? Ja. Ihr habt jetzt vom Trainer gesprochen, gab es auch Spieler, als ihr klein wart, die eure große Vorbilder waren? Also ich hatte nie ein Vorbild. Was ich immer versucht habe, ist, dass als ich jung war, von den erfahrenen Spielern zu lernen. Und dann ich habe immer die älteren Spieler immer alle viele Fragen gestellt und sie haben auch mit mir viel besprochen und deswegen ja kein Vorbild, aber die waren eigentlich meine Vorbilder, als ich damals irgendwo gespielt habe. Bei dir? Hast du einen Star, der auch in einem Kinderzimmer gehangen ist, als Poster? Ja, ich habe schon einen Star, ja. Aber ohne Spaß, ich denke, Jordi ist hier, aber nein, das ist nicht mein Star. Hast du einen Poster von Jordi im Zimmer? Nein, aber ist nicht Superstar, aber Jordi hat, also wir sind jeden Tag zusammen und er hat ich habe zu viel gelernt mit Jordi, wir reden über alles und ich denke, es ist nur, also wenn du sagst, ein Superstar, ich sage Cristiano Ronaldo. Aber ich habe viel Respekt für Jordi, weil er hat, also ich habe viel gelernt mit Jordi und ich denke, er ist ein guter Mensch. Geht ja noch mal ein bisschen zurück zu deinem Wechsel nach Barcelona mit 18. In der Schweiz hieß es damals, ja, Jeremy Gimeno ist eines der größten Schweizer Talente. Ist das ein Druck oder Ansporn? Wie geht man damit um? Oder bekommt man das gar nicht mit? Nein, ich muss mitnehmen. Also ich denke, wenn du jetzt dort in Barcelona und du redest mehr. Wenn du kommst zurück in die Schweiz, ist nicht Jeremy Gimeno, ist Spieler von FC Barcelona. Und ich denke, mein ganzes Leben, ich muss leben mit Jeremy Gimeno, FC Barcelona. Aber ich denke, ist auch gut. Also ist gut, ich mag auch und ich mache Politik, ich mache alles und für mich. Ihr seid beide in der Saison 18-19 zu St. Gallen gekommen. Wie war für dich der Einstieg in der Schweiz oder das Ankommen? Gab es
Warst du überrascht oder geschockt? Nein, nicht geschockt. Damals, als ich gekommen bin, ich war so fokussiert. Ich wusste ganz genau, was ich wollte. Und ich habe versucht, so schnell wie möglich mich zu integrieren. Schnell Deutsch zu lernen, einfach alle Spieler kennenzulernen persönlich. Und ja, es ist so schnell gegangen. Jetzt, heutzutage ist es da einfach verrückt zu denken, dass hier ist meine fünfte Saison hier. Und ja, es ist so schnell gegangen, dass ja, das war auch fokussiert und ja, aber nicht schockiert, einfach mitgemacht und ja, mit dem Flow einfach gemacht. Ja. Also warst du auch nicht überrascht vom Niveau, vom Fußball? Positiv oder negativ? Nein, nicht überrascht. Positiv oder negativ. Ich hatte schon viel gesehen und ich wusste ganz genau, dass, wie gesagt, der Niveau ist nicht immer so hoch und nicht immer so tief. Das Wichtigste ist, dass nicht zu anpassen und so schnell wie möglich alle kennenzulernen und ja, einfach Spaß haben. Und das ist, was ich gemacht habe. Wie wichtig war Victor Ruiz für dich? Sehr wichtig. Er ist 6 Monate nach mich gekommen. Aber er ist ganz klar mein Bruder Nummer 1. Und wir haben so viel. Ja. Aber es ist so. Nein, wir haben so viel zusammen erlebt. Und wir haben so viel besprochen, so viele Ideen und so viele. Ja, so viel gemacht, das ist unglaublich. Ihr habt ja beide schon über 100 Spiele für St. Gallen gemacht. Wie siehst du deine oder eure Entwicklung vom ersten Spiel von St. Gallen bis heute? Erstes Spiel. Oder die ersten Spiele. Ja, erste Spiele, okay. Nein, ich denke, Jordi hat gesagt, jetzt zu schnell. Also wenn du denkst, wir sind schon hier, also Jordi mehr, also hier 3,5 Jahre und über 100 Spiele für FC St. Gallen, ich denke, also geht schnell, aber wenn du denkst, erstes Spiel und jetzt ist gleich, also gleiche Motivation, gleiche Gefühl für den Verein, gleiche Gefühl für die Fans, gleiche Gefühl im Stadion, jeden Tag, wo ich spiele, sind gleiche Gefühle. Ich denke, es ist gut, also ich hoffe, 200 Spiele für das ist ein Garten. Hoffen wir auch. Du hast gerade die Fans angesprochen, du kamst aus der MLS in die Schweiz. Auch fantechnisch ist das ganz anders. Wie hast du das miterlebt, als du in das tolle Stadion in St. Gallen gekommen bist? Ja, es ist brutal schön. Es ist unglaublich, wie uns unterstützen. Das ist der Spiel Nummer 12, ganz klar. Und es ist nicht das Gleiche, wenn wir mit 5.000 Zuschauern spielen oder mit 19.000 Zuschauern spielen. Und das gibt uns Motivation, das gibt uns Kraft, das gibt uns viel, um die Spieler zu gewinnen. Und wir wissen das, alle Spieler wissen das, der Trainer weiß das. Und wir machen alles immer jeden Tag, um Kim und Bike immer versuchen, voll zu sein. Ja. Du hattest schon bei Rapid Wien eine große Fankultur. Kam nach St. Gallen und wurde noch größer. Wie war es für dich? Also, ist ganz anders. Dort sind Fans, aber sind wirklich ultra. Und wenn du verlierst, du musst 3 Stunden im Parking bleiben. Und wenn du Glück hast, dein Auto ist nicht kaputt. Und, ja, das ist verschieden. Aber hier, ich denke, wir haben. Wie Jordi hat gesagt, gute Fans und auch wenn wir verlieren, wir versuchen zu alles geben und sie sind wieder da. Und ich denke, das ist besser für uns. Wir haben gerade darüber geredet, wie lange ihr schon hier seid. Deine persönliche Rolle im Team. Also du bist jetzt auch 4 Jahre älter geworden oder 5.
Wie hat sich das verändert? Bist du vom jungen Job jetzt zum ersten Ansprechpartner für die Jungen geworden? Also am Anfang habe ich versucht, viel von den Spielern von der Region zu lernen, wie sie es machen, wie sie es alles machen. Ich erinnere mich an Tranquillo Barneta zum Beispiel, sie waren heftig, ja, die wichtigen Spieler hier in der Region. Und ich glaube, von meinem ersten Jahr zu meiner zweiten Saison, ich habe einen großen Sprung gemacht, auch als Person. Und von meiner zweiten Saison bis heutzutage, ich versuche immer das Gleiche zu machen, einfach Leidenschaft auf den Platz zu bringen und die jungen Spieler helfen zu können. Und ich glaube, das ist eine von meinen Aufgaben. Du bist ja noch mal 4 Jahre jünger. Du bist dann zwischendrin von den ganz Jungen oder von den Älteren. Wie ist es für dich? Bist du so das Bindeglied zwischen allen? Mein Freund, du hast gesagt, Jordan ist 24, er war ein kleiner Junge. Also ich bin ein kleiner Junge. Ja. Nein. Also, noch einmal schöne Frage. Wie ist deine Rolle im Team? Bist du für die Jungen immer noch der junge Challenger oder bist du auch schon der erfahrene Ansprechpartner? Nein, ich bin noch nicht der Großvater wie Jordi, aber ich bin. Aber mit 24, ich bin nicht der Jüngste in der Mannschaft. Aber ich denke, ich habe eine Rolle in dieser Mannschaft, weil viele Spieler kommen aus Frankreich, sie kann nicht so gut Deutsch und ich versuche jeden Tag zu erklären. Also, ich bin wirklich mit allen, mit Deutschen, mit Spanisch, manchmal mit meinen Französisch, so lecker, dass ich es so helfen. Jeremy hat es schon gesagt, wie er dich verwettert. Wie ist die Beziehung von dir zu Jeremy? Manchmal ich will ihn. Das kommt noch. Aber nein, ich glaube, er hat so viel Talent und ich glaube, er hat so viel Raum, immer noch zu gehen. Und ich glaube, es kommt darauf an, wie er fokussiert ist und wie er arbeitet, dass er selber entscheiden kann, wie weit er gehen kann. Und zum Menschen, Jeremy? Ja, genau. Menschen ist ein bisschen schwierig. aber nein, er kann, nein, er ist sehr nett, wirklich. Nein, wir haben auch so viel erlebt, so viel geredet und ich glaube, er kann noch weiter sich entwickeln und das. Willst du etwas hinzufügen oder ändern an deiner Aussage vorhin? Ab jetzt ist er mein Bruder Nummer 20 in der Mannschaft. Das reicht. Du bist von deiner zweiten Heimat St. Gallen nach Basel gewechselt. Den Transfer wollen wir gar nicht ansprechen, aber du kamst dann recht schnell zurück. Wie ist das abgelaufen oder warum wolltest du wieder zurück zu St. Gallen? Also ich habe immer Kontakt mit Peter Zeil gehabt. Als ich dort nicht mehr gespielt habe, Peter hat mich immer WhatsApps geschickt. Und Jordi, wie geht's? Jordi, wie läuft's? Möchtest du zurückkommen? Es kam ein Moment, wo ich hatte ein anderes Angebot auf dem Tisch und ich musste mich entscheiden, wo ich gehen musste. Aber dann plötzlich habe ich wieder angerufen und wir haben zusammen gesprochen und ich, also Alan ist mein Vater von der Schweiz, ganz klar. Und er hat mich, wie sagt man,
Ja, egal, egal. So. Bravo! Bravo! Ich glaube, sie ist sowieso dein Vorbild, also der nimmt dich mit. Ja, 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 ja. Er ist für dich da, sozusagen. Ja, genau, genau, genau. Ja, und dann ich hab mich entschieden, hier zurückzukommen. Und ich wusste ganz genau, dass, also wie das war. Und deswegen, ja, ich bin hier zurückgekommen. Und hast du bis heute nicht bereut? Wie das? Bereut, willst du nicht mehr anders machen? Nein, heutzutage bin ich wieder fokussiert auf FC St. Gallen. Sehr gut. Du warst immer bei St. Gallen. seit du hier bist und hast dir einen Ruf erarbeitet. viele Leute reden über deine Schwalben. Siehst du das auch so? Oder denkst du wirst getroffen? Schon, ja, schon. Nein, aber ich versuche immer etwas machen. Und wie jung, also ich habe immer versucht zu Penalty suchen und etwas so. Und für mich, ich weiß, ich muss nicht so ein bisschen mit. Aber nein. Also ich versuche immer etwas zu suchen. Manchmal ich habe Schwalbe gemacht, wir haben eine Flat, also eine Foul, also eine Foul und nach dieser Foul war ein Tor. Und ich denke, wir müssen wechseln Schiri, weil sie sind schlecht in Schwein. Ja, Spaß. War ich schlecht. Sonst Schiri sind gut, aber war ich schlecht. Nein, aber ich versuche immer so etwas zu trennen und manchmal in Schweiz, ich muss nicht Schwabe machen. Ich muss lernen, ich bin jung. Stimmt. Jagan, du hast den Bauer angesprochen. Wie hat er dein Spiel verändert? Also nicht wegen Schwalben, sondern ich meine. Was hat Bauer verändert? Der Bauer. Ich denke viel. Manchmal war Tor für Gegner und weil ich gekommen bin, war kein Tor. Manchmal ist rote Karte und war kommt und sagt, nein, keine rote Karte. Manchmal im Gef nach 2 Minuten, ich bekomme eine rote Karte und war kommt und sagt, rote Karte. Aber ja, ist unbedingt jetzt auf 2022 und ich denke, ist gut für den Fußball. Das war schon. Findest du das auch gut für den Fußball? Ich glaube schon, ja. Es ist mehr fair. Und wir wollen fair play. Und ich weiß, dass manchmal ist es so schwierig, aber ich glaube, ja. Zu seinen Schwalben. Wie kommt das im Team an? Also ich muss sagen, ich habe viel toll gemacht. Danke, Jeremy. Ja. Dankeschön. Und ich glaube, es ist ein großer Vorteil für uns, wenn er das macht, auch wenn ein paar nicht so, also ein paar wütend sind. Aber ich glaube, das ist ein Teil von seinem Spielart. Und ich muss hier sagen, dass er das weitermachen muss, weil er hilft uns, er hilft der Mannschaft so viel, dass wir so viele Tore machen könnten, denn ja, also auch wenn viele wütend sind, sorry, aber ja, das ist sehr genau und das muss er wieder machen. Es gibt auch viele, die dich für das, also nicht für die Schwalben, aber die dich lieben für deinen Einsatz. Also es gibt nicht nur wütende Leute. Ja, danke, und hier ist schon die gute Nummer 10. Wenn wir ein bisschen nach vorne schauen, was sind eure Ziele in Zukunft? Zuerst vielleicht mal mit dem FC St. Gallen. Ich denke, wir hatten 2 Jahre für ein Ziel und für einen Traum, etwas zu machen hier in St. Gallen. Wir haben 2-mal Cup-Final verloren und
ich denke, das ist ein Traum für alle. Also für Fans, für uns, für den Trainer, für Matthias, für alle. Und ich denke, unser Traum ist, einen Körper hier zu holen und mal schauen diese Jahre und wir sind bereit für das. Oder Meister. Oder Meister, ja. Beides zusammen, diese Jahre. Für dich auch, oder hast du andere Träume? Also persönlich, Tag für Tag, Spiel für Spiel, weil sonst dein Kopf wird irgendwo anders und das hilft eine nicht. Und als Mannschaft ganz klar, ich muss einen Titel gewinnen wie in St. Gallen. Also wenn ich gehe, ich muss einen Titel in meinem Pocket zu haben. Wenn wir ins Private gehen oder ein bisschen noch weiter schauen, deine Ziele nach dem Fußball, du hast jetzt mit dem Jobscamp hast du aufgebaut, du hast ein Studium gemacht, sprichst viele Sprachen. Wo willst du nach dem Fußball hin? Ich weiß es noch nicht, aber was ich weiß ist, dass ich mit meinem Geld kann ich nicht leben. Und leben ist sehr lang, hoffentlich. Dass ich meine Zeit neben Fußball benutzen muss. Ich muss so viel wie möglich lernen, dass ich nach meiner Karriere etwas Schönes habe. Und deswegen versuche ich so viel zu machen, um ein schönes Leben nach meiner Karriere zu haben. Bei dir ist das noch weit weg, aber es kann ja doch schnell gehen mit einer Verletzung oder was auch immer. Das wünsche ich dir nicht, keine Angst. Hast du auch schon Pläne für nach dem Fußball? Oder ist das zu weit weg für dich? Also ist zu weit, aber ist nicht zu weit, aber ich denke, ich bin noch Junge, ich habe noch Zeit, ich bin voll fokussiert auf Fußball. Und wenn du fragst, in 4 Jahren oder 3 Jahren vielleicht, also meine Kopf ist gewechselt, also ich habe noch, also ich weiß, was ich muss machen nach dem Fußball, aber ich weiß noch, was ich jetzt. Dein Bruder Charlie Kittier ist auch Fußballer, auch erfolgreich. Wenn ihr Familienfeste habt, also Weihnachten, wenn du in Spanien bist, wird dann nur über Fußball geredet oder gibt es auch andere Themen? Macht die Mama das mit? Mit Papa ist viel Fußball, mit Mama ist viel Studium. Und ja, als wir in La Masia zusammen waren, Mama war so, ey, ihr müsst studieren, ihr müsst studieren, ihr müsst studieren. Und Papa war dann so, ja, macht was ihr will. Das ist kein Problem, ihr müsst einfach glücklich sein. Und heutzutage ist es immer noch so. Aber ja, wenn wir zum Beispiel Weihnachten oder so, also unsere Familie stellt uns viele Fragen, aber das ist so schön. Aber das Schönste ist, dass wir fast die gleiche Leben haben und so viel unter uns retten können und helfen können. Und ich glaube, das ist das Schönste. Wie wichtig ist für dich deine Familie? Lebt ihr noch in Genf? Ja, ganze Familie in Genf. Ja, ich denke, die Job, wie mein Vater war, voll entschieden. Also einfach Fußball spielen, aber auch für dich. Aber einfach was, also mach, was du willst. Und die Job, wie meine Mama, die also, war krank über Schule, über alles. Und um 10 Uhr schlafen, ich könnte nicht raus mit meinen Kollegen. Und ich denke, das ist auch, warum ich bin da, also heute, weil wenn ich war Junge, ich habe viele Kollegen also gesehen, wo vor dem Spiel oder 2 Tage vor dem Spiel, sie waren raus, sie waren also Alkohol trinken oder so. Und ich war immer um 10 Uhr am Bett, am Schlafen. Und, ich denke heute, ich kann sagen, danke Mama, weil vorher ich war also ein bisschen böse, weil ich war auch Junge und ich wollte schon etwas machen, aber wenn du denkst, heute mit 24, ich muss sagen, danke Mama. Ja, ich hätte auch gerne auch mal noch eine Frage stellen. Wie immer der erste, wo man etwas fragen, dann geht es von alleine. Schau dir, wenn es Freistoß gibt für uns und du und Victor da steht, wie entscheidet ihr, wer schießt?
situativ oder? Ja, gute Frage, ja. Wir schauen an der Mauer und dann schauen wir, wer ist der größte Spieler deiner Mannschaft und dann, wer einen besseren Winkel hat, dann entscheiden wir. Ja. Und bei Eckball? Bitte nicht kurz. Hey, Rami, das muss Peter sagen, ne? Wenn Peter hier ist, uiuiui. Peter will uns viel kurz zu spielen. Also, du kannst jetzt alles sagen, Peter ist weg. Wo ist Peter? Matthias hat gesagt, er ist gegangen. Orest Schala, unser zweiter Trainer, der ist verantwortlich für Freistoß und Eckbälle. Aber es kommt darauf an, wie die andere Mannschaft verteidigt. Ja. Aber kurz geht meistens schlecht, oder? Ich glaube, wir haben noch kein Tor gemacht. Ja. Aber einmal werden wir ein Tor machen und dann bitte. Mach mal eigentlich direkt. Okay. Stefan? Ihr habt einen Videoanalysten im Staff. Schaut ihr auch Videosequenzen an von euch und von gegnerischen Teams, um das im Training aufzunehmen und auch weiterzuentwickeln? Hat das Platz von der Stadt? Ja, wir haben genau einen Videoanalyst. Wir machen viele Videos unter der Woche. Ich glaube, in 7 Tagen machen wir vielleicht 4 Videoanalysen pro Woche, als Mannschaft, immer. Und dann machen wir nach dem Spiel machen wir Nachspielbereiten, offensiv, defensiv, von uns. Und dann ab Donnerstag machen wir ein Spielvorbereitung und dann schauen wir die andere Mannschaft, wie sie spielen, wie sie machen, offensiv und defensiv. Und dann einen Tag vor dem Spiel analysieren wir, wie sie Freistoß und Eckbälle machen. Ja, also Standards. Und ich persönlich, nach jedem Spiel, wir haben eine Plattform, ja, Online-Plattform, Y-Scout heißt. Und dann ich schaue ich nach meinen Spielen, meine Starts, meine Pässe, meine Duelle. Wir hatten mal Eddie Schmidt hier. Wie lange geht das, bis man diese Sprache der Videoanalysten versteht? Nein, es ist nicht schwierig. Aber ja, Eddie war verrückt. Aber er hat uns so viel geholfen. Ich war damals mit Eddie, habe ich viele individuelle Videos gemacht mit Eddie. Weil Eddie hat einen Tag zu mir gekommen und hat gesagt, ja, willst du das machen? Und das habe ich gesagt, ja, gerne. Und dann, ich glaube, jeden Mittwoch haben wir Einzelvideos gemacht mit Eddie. Ja. Hattest du auch ja gesagt? Ja, direkt. Also, mit Eddie war es also nicht auf der Stimme. Ein kranker Mensch. Und so wie eine Liste war auch gut. Damit kann man sagen, war er ein kranker Mensch. Ich kann bloß nicht zu viel reden. Angelo? Was wäre nach eurer Meinung euer bestes Spiel gewesen, wo ihr die beste Leistung gezeigt habt? Persönlich oder als Mannschaft? Persönlich. Boah. Pass schon. Persönlich. Ich muss denken. Oder beides. Ja, ich glaube, es ist so schwierig. Wir haben so viele gute Spiele gemacht und auch schlechte, ganz klar, das ist normal. Als Mannschaft. Wir haben auch so viele. Ich glaube, zu Hause gegen Ibe. Ja, wir haben so viele gute Spiele gemacht. Ja, ich kann nicht nur eine sagen. Ja. Für mich klar, also das war Ibe 3-3. Ich denke, so Stadion, Spiel war, ich denke, gut für die Fans und. Noch einmal am Ende war gekommen und wir gehen zwar gar nicht mehr. Das ist so, aber ich denke, war ein gutes Spiel.
Und dann das Spiel vorher gegen Basel, als ihr erster Wolf. Das war groß, ja. In Basel, gell? Habt ihr Basel an die Wand gespielt? Das war brutal, ja. Brutal. Und noch nach Basel, ja, sollte ich das spielen und ja, wir haben so gut gespielt. Ja. Was hat damals eigentlich so gut gepasst? Gute Frage. Ja, sind so ein hohes Niveau und ich glaube, 50% der Stammspieler sind in eine besseres Niveau gegangen. Und sie sind immer noch da. Und das ist das Schwierigste. Wir hatten so ein hohes Niveau. Waren es Einzelspieler oder war es einfach das Team? Ja, genau. Es war Einzelspieler und Team. Also Teamgeist war Nummer 1, ganz klar. Weil du kannst so viele gute Spieler haben und keinen Teamgeist zu haben. Und hier in St. Gallen, das zählt nichts. Wir müssen zuerst ein Team zu sein auf dem Platz und aus dem Platz auch. Und deswegen, diese Saison war unglaublich gut, weil so viele junge Talente hatten und auch ein großer Teamgeist hatten. Lutz? Ich habe eine Frage an beide Spieler. Ihr seid beim Spiel, ihr seid hundertprozentig dabei. Wie viel bekommt ihr von den Fans mit? Dass wir singen, dass wir pfeifen, dass wir klatschen, dass wir still sind. Bekommt ihr das richtig mit oder seid ihr voll beim Spiel? Oder beide? Also ja, ich kann auch anfangen. Das ist ein großer Unterschied. Wie gesagt, die Fans sind die 12. Spieler. Und das kann man merken, wenn die andere Mannschaft nach dem Spiel sagt, boah, es ist so scheiße hier zu spielen. Und wir hatten so viel Druck und es ist so schwierig gut zu spielen. Und wir wissen, dass wenn wir nach dem Kiumbach spielen, dass wir dann ein Kampf sein. Und die Mannschaften mögen nicht im Kiumbach zu spielen. Und das ist wegen der Fans. Weil wenn Covid-Zeit war, das war ohne Stimmung nichts, ohne schon Motivation, aber mit Fans noch sogar mehr. Und das ist großartig. Alles gesagt. Peter, du hast gesagt, die Fans nimmst du wahr. Wie viel nimmst du wahr von Peter Zeiger, der ja doch sehr aktiv an der Seite liegt? Das ist so lustig. Aber als ich am Spielen bin, dann merke ich nichts, oder? Aber meine erste Saison hier, ich glaube, pro Spiel hat zu mir so angerufen, nein, ich sag mal, er hat mir gesagt, tausendmal, Jordi, spiel nach vorne, tausendmal. Und dann habe ich so immer geschaut, ich bin, Und dann, als ich die Video gesehen habe und ein paar Kollegen zu mir die Video geschickt haben, dann ich hab kaputt gedacht. Und auch er selber, wenn wir die Videoanalyse machen und er auf dem Schirm ihn sieht, er lacht auch. Weil er weiß ganz genau, dass er ein verrückter Mensch ist. Ja. Schau, du hast gesagt, das Mentale ist extrem wichtig. Arbeitet ja mit Mentaltrainer. Nicht in erster Sandalen, das muss man privat machen. Und ich habe lange mit einer Psychologin gearbeitet. Ja. Und das hat mir sehr geholfen. Und auch wenn ich, ich habe, ich glaube, 4 Jahre mit ihr gearbeitet und ich vielleicht in Zukunft werde ich immer noch mit ihr noch arbeiten, weil ich für mich war ganz, ganz gut, ganz gut. Und ich empfehle alle Spieler das zu machen, weil manchmal man denkt, dass wenn wir mit einem Psychologen arbeiten, dann man ist krank. Aber es ist nicht so. Sorry, aber es ist nicht so. Wir haben so viele Probleme, erste Weltprobleme, aber es sind immer noch Probleme. Und dann, wenn ich zum Beispiel kann mit einer professionellen Person arbeiten, das zu sagen und ganz offen zu sein, das hat mir sehr geholfen. Und dann vielleicht, ich habe Sachen, dass ich meine Mutter, meinen Vater, meinen Bruder, meine Freunde nicht sagen muss, was ich
sagen will, aber trotzdem Psychologen schon. Und dann sie kann mir sagen, ja, Jordi, du kannst so machen, so machen, so machen. Sie geben mir auch so Strategien und das hilft sehr. Wie wichtig ist das für dich? Also auch, ich habe gearbeitet mit einem Mental Coach und gesagt, Jordi, ich würde denken, ich habe gesagt zu meiner Familie, ich gehe arbeiten mit einem Coach mental. Sie haben mich gefragt, bist du gut, hast du ein Problem oder so? Ich habe einfach gesagt, nein, ich brauche, weil du musst immer versuchen, etwas zu machen für das Beste sein. Und manchmal diese kleine Sache kann helfen und ich bin immer offen für etwas und für meine Deutsch ist kaputt. Aber mein Mut ist am Schwachen. Nein, aber das ist ja nicht so ein Coach. Würdest du dir wünschen, dass es ein Teampsychologe gibt? Oder muss jeder seinen eigenen Psychologen finden? Ja, das ist eine schwierige Sache. Ich würde es privat machen. Ja, weil dann. Ja, es ist ein bisschen schwierig, weil vielleicht. Der Psychologe kommt und gibt uns Strategien, die nur mich helfen und nicht Jeremy und nicht sie, aber nur ich persönlich. Deswegen, ich glaube, das ist das Wichtigste ist, einzeln zu machen, nicht mit der Mannschaft. Ihr habt ja zuletzt das Testspiel gegen Valencia. Und wenn ihr euch jetzt einen Gegner wünschen könntet für ein nächstes Testspiel, also ich hasse Testspiele. Nein, ich kann sowieso antworten. Ich kann trotzdem antworten. Weil wir, das ist keine drei Punkte, ist nicht das so. Aber wenn ich ein Mannschaft sage, wäre es Barcelona. Muss auch sagen. Nicht sehr gut. Ja, selten, wir spielen viel Ball. Ja. Aber ist es nicht so, dass lieber ein Testspiel als ein Training? Ja, ja schon, ja. Ja. Aber ich liebe Trainings. Ja, weil. Ja, ich liebe mich zu trainieren, weil ich fühle, dass ich kann verbessern, dass ich kann mich verbessern jeden Tag. Und das liebe ich. Und ja, genau. Und dann vielleicht Testspieler spielt man nur eine Halbzeit oder 30 Minuten oder 60. Ja, das ist ein bisschen komisch. Trotzdem nötig. Aber ja, Trainings zuerst und dann Testspieler. Nein, wenn ihr mal vorgeht, ja, dann haben wir zwei. Ja, schon. Habt ihr das mitbekommen, dass Zürich gestern aus der Checklist-Qualifikation rausgefallen ist und was denkt ihr so im nächsten Game? Also ich habe das Spiel geschaut und ich glaube, sie haben sehr gut gespielt. Mercedes ist eine gute Mannschaft, sie haben gute Junge, sie waren so knapp. Und ich persönlich, ich wollte letztes Jahr zu gewinnen, das ist ganz klar für die Schweiz, das ist ein großer Vorteil. Aber ich glaube hier, also wir freuen uns so fest auf das Spiel und ich glaube, wir haben viel Selbstvertrauen jetzt, dass wir überzeugt sind, dass wir ein großes Spiel machen werden. Ja, gut. Letzte Frage noch. Werden wir nächstes Jahr mit euch durch Europa reisen? Das ist ein Traum. Das ist ein Traum. Und vor allem mit der St. Gallen. Wir reden viel über das. In der Kabine, auch mit dem Trainer. Das ist ein Ziel von der St. Gallen, ganz klar. Aber ich sage immer auch, dass wir bodenständig bleiben müssen, weil sonst gehen wir nicht in Europa. Wir müssen auch ja, also viel arbeiten. Jetzt haben wir viele neue Junge. Die Teamgeist muss von null, nicht von null, aber von tief aufbauen, wieder aufbauen.
und das ist auch ein großes Ziel von uns. Und dann, wenn wir das machen, dann kommt kommen die drei Punkte, kommen die guten Spiele, kommen die gute Stimmung in Kim und Park und dann kommen die beste Zeit. Super Schlusswort, würde ich sagen. Dann bedanke ich mich nochmals ganz, ganz herzlich bei euch. Und eine Stunde lang Deutsch zu sprechen, sehr gut gemacht. Danke vielmals, Jeremy Gimeno und Jordi Kittier. Ich hoffe, der darf gerne noch ein, zwei Bier trinken.